Was ist das denn? Ich entscheide mich für Ersteres. Ich würde tatsächlich lieber jedes Mal nach dem Aufstehen pinkeln. Es gibt ja durchaus inkontinente Menschen und die wissen das ja auch zu handeln. Aufstehen pinkeln. Ja, ne? Ja. Das ist irgendwie, ja. Sonst wäre ja mein Po immer dreckig und dann könnte ich mich nie hinsetzen. Oder reichlich Flüssigkeit trinken und die Pipi bleibt weiß. Und es stinkt dann nicht mehr. Das ist ein dummer Tipp. Ups, tut mir leid. Oh, ich wollte nicht so drücken. Voll traurig irgendwie, weil dann mache ich ja nicht das, was ich will. Ich weine eigentlich sowieso fast nie und es ist doch was Schönes, wenn man weinen sollte, zu lachen. Ja. Entsprechend sollte man auch traurigen Ereignissen mit ein wenig Freude gegenüberstehen. Ich entscheide mich für Lachen, wenn man weinen sollte. Chris, ich muss dir leider mitteilen. Ja, sie ist tot. Augen, Seele, Spiegel der Seele. Hau diese so. Schlauen Sätze das heißt, raus, die ohne zu sagen. Es gibt ja voll viele, die. Vielleicht kann ich ja Leute mit meinem Lachen sogar aufheitern, wenn sie gerade ja. am Weinen sind. Genau, geil. Also die positive Energie ist meine ja. Motivation, deswegen. Ich nehme Ersteres, weil Ersteres quasi nicht so offensichtlich ist. Es ist immer abhängig, mit wem ich gerade abhänge. Also wenn ich mit meinen Jungs bin, dann würde ich gerne immer furzen, damit ich den so richtig allen so. Wenn ich so. Rippchen wäre blöd, weil wenn ich eine Freundin hätte und sie immer wieder küssen will. Ich kann aber mit geschlossenem Mund rülpsen. Was? Okay, das zeigst du uns jetzt. Okay, warum frage ich auch noch? Ja, rülpsen ist chillig. Kann man besser kontrollieren. So. Wenn er nach Gänseblümchen riecht, dann wäre ich auch gern chronischer Furzer. Ja. Das ist cool. Ja, Mann. Geht doch. Ist immer lauter. Und dann dieses Zusammenquetschen, damit ich musst du die Arschbacken auseinanderziehen. Nee, klapper die zusammen. Ich nehme das Pupsen. Ich möchte nicht den ganzen Tag in meinen Mund rülpsen. Einerseits kommt es drauf an, von wem. Danke. Ja, genau so. Darf ich die Zahnbürste vorher abkochen mit heißem Wasser? Oh! Zahnbürste. Was? Mhm. Also meine Zähne, also auf keinen Fall Zahnbürste von anderen. Unterwäsche ist ja wirklich, das ist ja wirklich herbe. Da kann man ja auch Krankheiten haben oder sowas. Doch, ich nehme die Zahnbürste. Weil, ich meine, es ist schon eklig. Es ist schon Ich glaube aber, ich bin bei dir. Ich bin bei dir. Der Intimbereich ist das Zentrum des Körpers, das muss geschützt sein. Das muss immer sauber sein. Das Zahnbürste ist so, natürlich meine Zähne sind auch sauber, aber ich meine, da ist ja auch Zahnpasta drauf und heißes Wasser kommt da ja vorher drauf, bevor man sich die Zähne putzt. Wenn ich meine Zähne mit einer Zahnbürste von einem anderen putze, dann mache ich das ein paar Minuten und dann bin ich durch und dann putze ich die nochmal und dann ist alles gut. Ja, okay, also, ja, nee, ich nehme lieber die Unterwäsche. What the fuck? Wenn du dich nicht kennenlernst, sonst hau ich dir gleich auf die Schnauze, du hochnäsige Slampe!